Ups. Ach du Scheiße, ihr seid ja schon da. Oh, das ist ja jetzt peinlich. Ja, erstmal hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Nacht und so. Ja, wir sitzen hier immer noch auf dem Dach fest. Und wir wollen da rüber. Ich trau mir bloß nicht. Ich habe ja letztes Mal die clevere Idee gehabt, das so einzustellen, dass die Zombies rennen. Es sei es Nacht. Dann spiken sie. Als ob ich keinen Morgen gibt. Naja, wir müssen bloß ein paar Sekunden noch aushalten. Aber krabbeln tut es ja schon in den Finger. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich glaube bloß nicht, dass es so eine gute Idee ist. Das ist ein Waffenstore. Ein Pillen- und ein Waffenstore. Gut, dann machen wir uns aber erstmal nützlich. Ein bisschen wenigstens. Ich schraube das Ding auseinander. Der Jute, ach, da ist die Karre. Ich wollte gerade sagen, der Jute ist, dass wir zu Fuß hier hin sind. Den ist nicht so. Brauchen sie nicht mehr. Pass auf, gleich berichtet ganz heraus zu sein. Dann könnte ich wieder sagen, alle beim Alten. So. Das ist auch weg. Die Nacht ist immer noch nicht um. Das ist aber jetzt blöd. Ich habe gedacht, das dauert länger. Ich könnte das Ding hier abbauen. Ich meine, was soll passieren? Das Ding stürzt doch bloß zusammen. Und das gibt Eisen. Und das ist genau mein Ding. Das hat keiner gesehen. Oder vielleicht doch. Es könnte sein. Muss aber nicht. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Naja, das hat sich ja richtig gelohnt. Hallo, ihr da unten. Hier ist niemand da. Überlege ich, ob ich da jetzt runter hier. Ein bisschen Action und so, wisst ihr? Ja. Hey! Lass mir das da. Gut. Okay, wir gehen jetzt runter. Ist das eine Kuh oder was? Hallo. Stopp. Gut. Wo habe ich geparkt? Da. Gut, aber ich will erstmal hier. Da. Ich habe doch gerade auf dem Auto geschiert. Wo ist denn das Auto hin? So viel Zeit muss sein. Könnt ihr eigentlich auch auseinanderschrauben. Der gibt nämlich auch in zwei Teile, Taler. Oder wir zerstören die Motoren. Ich hab das Auto in Boden gearbeitet. Ah, ich mit meiner Hände. Jetzt habe ich es wieder schweben lassen. Ey, Auto, kannst du mal entscheiden? Das kannst du doch die Menschen erklären. So, das nehme ich auch mit. Das muss alles mit. Alles. Ich mach mal die Funze aus. Das fällt so nie auf, dass wir hier Autos auseinanderschrauben. Was ist mit den Autos los? Ja, Mädel, hier? Verwitzen. Hm? Hier, riech mal. Winke, winke. Macht zum Abschluss. Winke, winke. So, da hinten ist die Karre. Moment mal, haben die Post gekriegt? Oh, so eh nicht mehr. Also. Für den Schiss. Also, voraussetzt, man trifft den auch. Dann könnten wir nämlich später auch Mais anpflanzen. Also, wenn wir überhaupt irgendwann mal was einpflanzen. Aber wie gesagt, ich habe es vor.
Der Garten, der ist nie, also nicht umsonst da. So, Karre drehen, ich muss da lang. Wer stellt denn da Baum hin? So, Wahnsinn. So. Immer hier rum, immer da rum. Und immer diese Schlaglöcher. Ich weiß ja nicht, wo die herkommen. Verstehe ich alle nicht. So, da oben ist eine Waffenfabrik. Da war man ja, naja, gut. Probieren wir es, wa? Jetzt haben wir aber, was soll passieren. Ich habe Angst im Dunkeln. Ich mach mal Licht an. Ja. Du hast da was im Kopf. Ich heftig sieht raus. Ich bin ja ein Hitter. So, hier muss es doch irgendwo rinnehmen. Ringehen. Da. Das sieht ziemlich offen aus. Hallo. Hallo. Ich kann nur gucken. Was, wo? Und ich bin wieder weg. Tschüss. So, ich pack mal den Ballermann aus. Hä? Wo bist du? Hallo? Hallo? Würden Sie das bitte lassen? Das ist nicht gut. Gut, ich mach da die Tür zu und da ist offen, wa? Hoch, gut. Echt clever. Aber hier müsste ich doch denn, genau. Oh, nee, schon will er. Erstmal du. Zum Glück hat der daneben gekotzt. Alter, und ich mit meiner Ziertreffer-Sicherheit. Alter, das ist... What the fuck? Hey, ich will das haben. Die haben uns noch nie entdeckt. Der könnte für uns gut sein. Muss das aber nicht. Oh nee, oder? Oh doch. Aber erstmal geht hier hin da. Jo. Hat sich hier lohnt. Aber das ist eine Tasche. Natascha. Und ein Revolver. Oder so, ja, zwei. Und alle holen. Vielleicht. Da reicht doch. Ich gönn mir gleich ein Bier. Für mir. Hallo? So, ich mach mal hier zu. Wenn jetzt nämlich was kommt, du kannst mir richtig in den Hosen kacken. Ja. Hallo? Das sieht so... Hundig. Nee. Vielleicht? Bitte nicht beides ankreuzen. Oh, der ist aber schnell. Und der kann Breakdance. Oh, das ist mir ein bisschen zu viel. Bleib liegen, Junge. Bleib liegen. So, warte mal. Ist das so clever, dass ich hier die Tür zumache? Tür spät. Tür spät. Dabei wollte ich hier bloß ein bisschen hier aufräumen. So lockst du doch keine Kunden an. Hallo? Ich mach hier sauber. Ich bin die Reinigungskolonne. So. Junge? Ah, ich hab mich bloß verhört. Gut, ich lad mal kurz nach. Es soll gut sein. Hab ich mir sagen lassen. Alter, ich klebe hier mit dem Arsch an der Wand. Alter, das könnt ihr euch ja nicht vorstellen. Doch, irgendwie schon. Wir sehen das ja. So, gut. Da ist nichts. Ja, nee, ist klar. Warte mal, mach mal hier zu. Kicken, was er macht. Hallo? Was wollen Sie? Hallo? Nur für Angehörige und so.
Nur für Mitarbeiter, ne? So, der nächste bitte. Keiner? Schade. Sehr, sehr schade. Ja, zu spät. Ich hätte mal ein Lied nutzen sollen. Warum stellt mir die so hin? So, kann ich den Tresor zerdeppern? Und ich sehe noch, wenn was kommt. Ja, clever, wa? Passiert ab und zu mal. Ab und zu habe ich mal so einen kleinen Lichtblitz. Könnte auch das Spiel sein. It flackert. Und bitte lass was vernünftig drin sein. Ja, also ich könnte jetzt, wenn ich wollte, mir auf der Zunge beißen. Also ein bisschen. Aber ich könnte die Schutze nehmen. Obwohl ich die Schutzmodi eigentlich brauche. Aber ihr kennt mich. Das Ding ist schon gelutscht, der Drops. Ein Kabin muss das tun, was ein Kabin tun muss. So sieht es aus. Ich weiß noch nicht, wie ich das ausgleichen tun soll, muss. Aber wir haben ja jetzt Zeit. Die Horde ist ja erst gerade erst vor kurzem um gewesen. Also um und so. So. Das muss auch weg. Sag mal, für was haben die hier Reinigungskräfte, wenn die hier nichts machen? Ist ja eine Sauerei. Wenn jetzt hier Kundschaft gekommen wäre... Oh. Achso, war ja. Ach, deswegen. Der ist... gut. Das ist über uns. Die Nachbarn. Ich sag euch, da habt ihr das Kreuz, Alter. Das ist, ich glaube, ich muss mal da hoch auf den Tisch kloppen. Das geht ja so überhaupt nicht. Moment mal. Was machen die denn da? Party? Warte mal. So viel Zeit muss sein. Hallo? Wow, lala. Ich hab mich nicht erschreckt. Ich will jetzt das A-Wort nicht sagen. Du Loch. So. Das hätte ich eigentlich wissen müssen. Eigentlich hätte ich das wissen müssen. Und jetzt freut mich immer noch, ob das so gut war, dass Zombies jetzt rennen und so. Ich helfe dir mal. Hallo. Willst du runter? Ich helfe dir. Alter, und die ist noch nicht mal umgebaut, Alter. Die macht hier alle kaputt. Krass. Na, Junge. Links, rechts, geradeaus. Das ist bestimmt hier. Oh, Alter. Hallo? Würden Sie das bitte lassen? So, ich will nämlich hier kontrollieren und so, ob alle... Ach, er ist das. Bleib mal ruhig, Junge. Und trink deinen Kaffee. Nee, nee, nee. Ich sage euch. Ist ein bisschen alt, die Ausgabe, aber naja. Ist Apokalypse. Da liest du das, was du in der Hand kriegst. So, warte mal, halt. Mach ich clean. Cleaner. Am kleinsten. Obwohl ich eigentlich genug Platz habe. Aber könnte ja noch was kommen. Irgendwas wichtig. So. Schöne Geld. Ja. Ich hoffe, ihr habt hier noch Zeit.
Immer noch kein Kaffee. Was für eine grausame Welt. Naja. Du bist schuld. Wasser. Ja, Leute, wir kommen doch schon hoch. Bleibt doch mal ganz cool. Ich würde mal wirklich mal kurz durchladen. Ich glaube, da oben wird was auf uns warten. Ich stell mir unter. Du nicht. Lass dir durch den Kopf gehen, Junge. Durch den Arm. Kannst du dir entscheiden. So, warte mal. Näher. Augen schon. Aloe Vera. Im Büro. Was haben die damit gemacht? Mir würde bloß was gleich nicht einfallen, aber ja. Entschuldigung. Ich wusste es. Und Drogen, Alter. Da fehlt mir an den Worten. An der Worte. Hallo? Ich glaube, das ist hier die Kaffee und so bringt. Die wollte mir einfach bloß einen Kaffee bringen. Es tut mir leid. Gut. Die bringt keinen Kaffee mehr. So. Hier ist nichts. Da ist ein Bogen, den ich schon habe. Also, das Rezept dafür. Wo ist da oben hin? Schwer. Moment mal, das ist Munition. Boinki. So. Da schon mal nicht. Gut, da musst du hochbauen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Bis hier hin und dann nicht weiter oder was? Tatsache, du musst dich hier hochbauen. Oder geht das hier drüben noch irgendwie weiter hoch? Habe ich da was übersehen? Na da. Aber hier geht das auch nicht höher. Das muss doch eigentlich ein Weg geben, der komplett nach oben führen tut, ohne dass du hier hochbauen musst, oder? Oder irre ich mich da? Ich habe immer... Obwohl, muss ich jetzt hier... Das kann auch sein, dass wir hier runter müssen und dann irgendwie... Boah, Alter, hör doch mal auf! Wo willst du denn jetzt hin? Wo bist du denn? Ah. Sag mal, kannst du dich mal entscheiden? Bleib mal ganz ruhig, Junge. Der Arzt kommt gleich. Klarer Fall von Rücken kaputt. So, warte mal, ich muss mal hier nachladen. Ich wollte gerade sagen, ich komme da nicht mehr ran. Der hat seinen Fuß auf dem Klo. Ist auch nicht schlecht. Ich glaube, wir müssen hier durch und dann kommen wir da auf das andere Dach und dann von ihnen auf dem anderen. Es regnet. Zombies. Lassen Sie mich wieder hoch. Alter, ich bin so treffsicher. Das könnt ihr euch ja nicht vorstellen. Ach du Scheiße, da oben fängt es an zu regnen. Und zwar Zombies. Ich glaube, da ist einer über eine Stränge und so. Ach du Kacke. Was hat denn der kaputt gemacht? Auf jeden Fall, das Eisen muss mit. Prioritäten. Jo, und eine Schreithose.
Ja, leck mich. Leck mich. Ich hab doch ja nicht kaputt gemacht. Das waren doch die Deppen. Deppen die du. So, und jetzt kann ich hier erstmal kicken, wie ich hier weiterkomme. Och, das ist doch blöd. Die haben den Weg kaputt gemacht. So ein paar Penner. Gut, ich hab aber Holz mit bei. Alles ja, kein Problem. Wollte ich jetzt erstmal sagen. Kann ich jetzt hier irgendwie... Klar. Jetzt ist die Frage, wo muss ich lang? Ich geh mal hier lang. So, du stürzt nicht ein. Aber du stürzt ein. Na toll. Gut, ich brauche noch ein, zwei mehr. So. Das ist natürlich richtig clever, weil es wird so nicht funktionieren, Corbin. Aber so. Ich bin oben. Hallo? Bleiben Sie ruhig. Ich bin gleich da. Wer weiß. Ich mach mal zu, wegen der Schreithose. Um die kümmern wir uns später, wenn wir wieder runter müssen. So, jetzt wird doch gleich das Gräse, Gekreische losgehen. Ich bin doch nicht hier allein. Da liegt doch schon der Erste. Sneaky Piggy. Gut, nachgeladen ist. Aber ich traue hier keine Ecke. Oh, guck mal. Ist das nicht süß? Wie ruhig und friedlich die mal waren. Gut, jetzt ist er hochwach. Und er ist weg. Und er muss kotzen. Müsste ich jetzt hoch. weil ich muss nämlich da runter und ich lade mal nach. Was soll passieren? Ja, ja, komm. Wo ist er denn jetzt hin? Ey, Dude! Och nö, jetzt ist er unter uns. Und macht erstmal alle kaputt, wa? Höchstwahrscheinlich ja. Das soll uns aber erstmal egal sein. Hauptsache, ich komme da hin. So, ich hoffe nicht, dass er jetzt so clever ist und hier rumrennen tut. Kommen die von unten an unseren Fußboden ran? Das wäre nämlich ziemlich dumm. Jetzt. Also. So, warte mal. Schritt hoch. Ich hab doch nicht so viel Zeit. Warte. Gut. Also, ich hab ein bisschen Angst. Also, ein kleines bisschen. Nicht da irgendwie oben stellen. Nee, das geht nicht. Ich habe echt Angst, dass die uns die Haxen wegkloppen. Und ich kann auch nicht höher. Gut, aber von hinten kann ich kommen. Sollte das passieren, haben wir gleich richtig Party. Aber ich glaube mal, den hätten sie schon weggekloppt, ne? Und der Blumen, der sieht noch ziemlich unbekloppt aus. Ja, gut. Hm. Naja. Ja, okay. Okay. Ist schon okay. Oh, Alter, ich hab Angst. Nee, Angst nicht, Respekt. Ich habe Respekt. Und zwar aus dem folgenden Grund, ich weiß jetzt nicht, was unten auf uns wartet. Die kann ja schon ein bisschen, ne, schreien und so anhaben. Oh, ich komme hier ja nicht raus. Jetzt wollte ich hier abkürzen und das funktioniert noch nicht mal. Ja, das ist ja blöd.
blöde Ecke. Pass auf, gleich steht da vor uns. Postenbau. So. Ah, ich verstehe. Da ist der Solus Knaxus. Gut, komm aber hier runter, oder? Aber so was von. Nö. Nee. So und so und so. Ihr seid ja Nabbits. Tschüss. Achso, da drüben war ja noch der Paintshop. Wartet mal einen Moment. Ich muss den hier auch noch looten. Ob die jetzt rauskommen? Ich würde mal sagen, wir versuchen erstmal hinten hoch, weil ich muss mich erstmal auslocken. Ein kleines Päuschen machen. Aber dazu müsste ich irgendwie erstmal hier hochkommen. Oh, Alter, Jammelfleisch. Jammelfleisch. Das muss doch sein. Und Jammelfleisch. Und ein Spider-Man. Gut, ich würde mal sagen, das ist eigentlich die ideale Ecke, um ein Päuschen zu machen. Und wir sehen uns ja quasi nächstes Mal, Villa, wenn wir hier unten gehen. Das wird interessant, weil nämlich die da drüben, die werden auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Das könnte sein, dass die ein bisschen pissig sind. Aber das finden wir alles später raus. Also, ich hoffe, wir sehen uns dann morgen, Villa. Tschüss.